So, Freunde, wir sind jetzt hier in Burgrieden-Riffelhof. Jetzt habe ich aber einen scheiß Herpes da am Numm, weil irgendwie so ein scheiß Mikrofon wieder so ein Virus dran war. Aber ist egal. Ich bin gut drauf. Wetter ist kalt heute. Normalerweise ist immer ja schön. Ja, und der Uwe, der musste heute, weil es draußen sold out ist, also drinnen sold out ist, musste heute hier raus. Also der ist jetzt hier. Ja. Hallo, hey. Uwe, du bist jetzt draußen. Ach, guck mal hier. Das ist unsere Spendenbox. Ne? Also für alle Gäste, die hier umsonst sich einschleimen wollen und ohne Ticket hier hinkommen wollen, die müssen jetzt immer... Natürlich freiwillig müssen sie hier für unsere Spendenbox einfach einen Betrag ihrer Wahl reinfüllen. Ne? Da so. Ja. Machen wir immer wieder, weil irgendwie, weil sie kommen alle umsonst rein, schleimen sich ein, also ein bisschen, ein paar Euros können sie aber hier lassen. Für die Love Parade Opfer machen wir da ja schon seit Jahren immer wieder, dass wir da so ein bisschen Kohle zusammensammeln. So, Riffelhof heute hier ausverkauft. Geil, freue ich mich sehr drüber. Wir waren einer der ersten, guck mal, wie kuschelig das hier ist, guck mal da, das ist der Aufwärmplatz. Guck mal hier. Das ist schön. Das ist ja voll mit Fell hier. Das ist ja voll schwul, aber geil. So, und jetzt gehen wir weiter in den Riffelhof rein. Geil, das ist schon ein geiler Laden hier, ne? Also ist schon irgendwie klasse. Leider kriege ich da keine Tickets mehr. Wie gesagt, ist sold out. Leider. Jetzt passt mal auf, wie der Laden aussieht. Ist doch Hammer hier, ne? Guck das mal an. Ist das nicht klasse? Da oben das Ding da, die Grafiker mit allem drum und dran. Hammerladen, ne? Kommt mal mit, ich zeige das mal ein bisschen. Da bauen wir gerade auf, Soundcheck ist ja gleich. Ne? Wo sind sie alle? Gar keiner da hier. Ich dachte, die arbeiten. Guck mal, da kommst du mal rein. Ich dachte, die arbeiten. Da tut keiner was, außer ich. Ich mache hier ein Video. Ja, wo sind sie denn alle? Wir gehen mal dahin, wo kein Zutritt ist. Kein Zutritt? Da gehe ich immer gerne rein. So, Freunde. Hör mal, arbeitet ihr gar nicht, oder was? Nee, Feierabend. Wie Feierabend? Wir haben gar kein Soundcheck gemacht. Ich bin da. Ich wollte den Leuten mal zeigen, wie hart ihr arbeiten müsst und dann passiert voll. Guck mal, das ist der Charlie. Ja. Der, Bernie, es tut uns leid, aber wir sind schon mal wieder wie immer fertig. Ja, da wart ihr aber vorher auch schon. Aber ja. ist denn die Bühne aufgebaut? Ich weiß ja, gar nicht. Natürlich. Ja. Ja, die Bühne ist aufgebaut. Super. Und auf der Bühne auch Schlagzeug und so weiter, alles steht und so? Steht, ja. Echt? Dann müssen kein wir jetzt. Strom, können wir egal. Jetzt. Kein Strom. Also, sagen wir mal so, wir machen jetzt noch einen Line-Check und dann für uns und dann. Können wir schon loslegen. Okay, aber also ohne Strom heute. Ohne Strom. Ja. Ohne Strom heute. Ja, Akku. Akustik sind. Das wird geil, da freue ich mich jetzt schon drauf. Single Life war auch noch im Programm, in der Akustikversion. My Heart Will Go On und Single Life. Wir wollten heute mal ein bisschen mehr Rock und Roll machen. Ja, genau. Ja. Wir machen ja heute alle auf Access Coverband. Genau. Weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt als Access Coverband hier anmelden, kriegen wir auch mehr Gage. Ja, finde ich auch in Ordnung. Ja, ja, du kriegst ja noch als normal Access. Kriegst ja nichts mehr heutzutage. Ja, ja. Danke, Flo. Jetzt gehen wir wieder rein. Wir gucken mal, was da drin noch los ist. Ne, Flo? Alles klar? Ja. Ne? Ein Küsschen, wie jeden Morgen. Das ist unglaublich. Das motiviert mich total. Scheiße, die denken wohl, ich wäre schwul. Ich keine Ahnung. So, hier sind wir dann auch. Ja, guck mal, again, the COP UK is here. Guck mal, der Marcos, die Cops. Ich sag mal COP, because of the dots. The C.O.COP UK. COP UK. Für die Deutschen. Das ist der Henning, der kann auch Deutsch. Genau, hi. Der kann hi. Der Henning. Kann hi. Der kann hi sagen und ist Deutsch. Ne? Und ist Deutsch. Warst du nicht mal bei Leinen mal? Ja, auch. Wo warst du noch überall? Und das Witzige ist, der Mike Tram spielt morgen hier in demselben Laden. Unglaublich, oder? Ich könnte direkt hier bleiben, oder? Eigentlich ganz das wäre mal eine Sensation. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn der morgen hier spielt und wir spielen morgen auch, hat er kein Keyboarder mehr? Nee, die gehen jetzt, sind auf Tour, Solo, Band und alles. Ach so, mit alles klar. Klaus ist auch dabei, der alte Bassist, aber ist echt schade irgendwie. Das sind die two foreign people, genau, vom Kopf. Deutscher und hier von Rage. From Spain. From Spain, also from Rage. No, from Rage. From Rage. Rage. From Rage. 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 Yeah, that's a great singer. That's a great singer. Dale. Unbelievable. Dale. The Pale Dale. Tally-ho. Tally-ho. Yeah. Skull. So, das war Tourtagebuch, Freunde. Schön, dass ihr euch bereit erklärt habt. Wie cool, dass der Stefan. So sieht er morgens aus. Oh, eigentlich abends genauso, ne? Das ist eigentlich, der sieht immer gut aus. Der hat noch genug, kann die Gitarre spielen, aber sieht gut aus, ne? Das ist immer das ist ganz wichtig. Nein, war ein Scherz. Das war ein Scherz. Ich krieg wieder Druck heute Abend, ey. Alles klar. Tschüsschen, haut rein, ne? Tschö. Guck mal, das ist die Crew, die arbeitet immer noch. Voll im Stress. Oh mein Gott. Wir sind immer noch fertig. Na, ihr seid doch fertig.